6 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte aller Holländer, leben und arbeiten in einer Landschaft, die unter dem Meeresspiegel liegt. Das Land ist nur klein und mehr als ein Sechstel davon ist mit Wasser bedeckt. Wandern, wo der Herbst noch nach Herbst riecht. Und wo der Winter noch nicht durch Streusalz vertrieben ist. Und wenn wir so richtig durchgefroren sind, kehren wir einfach in einen gemütlichen holländischen Gasthof ein, um uns aufzuwärmen. Zum Beispiel bei Kaffee und Stuten. In jedem Fall etwas anderes als nur zu Hause herumzusitzen. Zum Beispiel Terschelling, Insel im Watt. Oder wir versuchen uns auch einmal im echten niederländischen Wintersport. Eislaufen muss man mit vielen zugleich, dann wird's schön warm. Was gibt es Schöneres als eine richtige Eisschnelllaufbahn wie hier in Heerenveen, auf der man auch andere Eissportarten erleben kann? Einen geschäftigeren Zeitvertreib bietet die große Stadt. Und es lässt sich sicher jederzeit ein Grund finden, um einmal einen Einkaufsbummel in Amsterdam zu machen. Was im Frühling im Kökenhof zu erleben ist, ist für die meisten keine Überraschung mehr. Wohl aber ist es immer wunderschön. Frühling. Blumen und Farben. Farben und Blumen. Und die Baumblüte. Nun, die Zeit der kleinen Entdeckungsreisen bricht wieder an und wenn Sie den Zug wählen, werden die Ideen gleich mitgeliefert. Nehmen wir zum Beispiel Gouda mit seinem Markt und den berühmten Glasmalereien in der Sint-Janskerk. Kämpfe aus dem Glas und Blei. Ganz anders in Barneveld. Während der altfälischen Markttage wird doch im Sommer jeden Donnerstag Geschichte wieder zum Leben erweckt. Manchmal ist selbst der Streiter für Recht und Freiheit der Niederlande, Jan van Schaffelaar, wieder mitten unter uns. Ja, das war noch eine Welt. Ja, aber wenn auch der Holländer alles so nahe bei sich hat, so kann er es doch nicht lassen, einmal im Jahr auf große Urlaubsreise zu gehen, die ihn bis in die letzten Winkel Europas führt. Die Fahne kündigt verbilligte Fahrten für die über 65-Jährigen an. Entdeckungsreisen mit der Bahn durch die Niederlande sind bei Jung und Alt beliebt.
Seeland mit seiner Haringfliedbrücke. Seinen Mühlen. Seiner Seelandbrücke. Mittelburg. Fähre. Siriksee. Twente, wo das Land noch seinen Charakter behalten hat. Twente, wo die Bewohner das Brauchtum in Ehren halten. Spinnen in einer Bauernstube in Othmarsum. Volkstanz auf dem Bauernhof. Brauchtum aber auch in Nordholland. Der Käsemarkt in Alkmaar zum Beispiel hat bisher allen Automatisierungsversuchen widerstanden. Und in Hoorn dampft die Bimmelbahn für Liebhaber. Und jeden Mittwoch im Sommer Markt, auf dem die Geschichte wieder lebendig wird. Geschichte findet man aber auch im Westfriesischen Museum. Von den Städtchen nach den Städten ist es nur ein kleiner Schritt. Ein Bummel durch Amsterdam gehört auf jeden Fall dazu. Aber auch Rotterdam hat seine Reize. Den Euromast, den größten Hafen der Welt. Und die erste U-Bahn der Niederlande. Und wenn uns mit der Zeit die Stadtluft nicht mehr behagt, dann fahren wir mit dem Zug ins Grüne und steigen dort aufs Fahrrad. Oder wir machen einen ausgiebigen Spaziergang. Die verbrauchte Energie wird anschließend schnell und fachgerecht wieder aufgetankt. So, und wo fahren wir jetzt mal hin? Nach Giethoorn, dem kleinen Venedig Hollands. Hier ist das Boot noch immer das gebräuchlichste Verkehrsmittel. Wer würde auf seiner Entdeckungsfahrt durch Holland nicht in Utrecht aussteigen, wo sich Hauptbahnhof und Messekomplex quasi unter einem Dach befinden? Und wo auf einem anderen Bahnhof bei Freunden der Eisenbahn die Herzen höher schlagen?
Wir können am Strand schmoren, uns in die Brandung stürzen oder einmal die Angel auswerfen. Ozeens vertrekt ons motorschip Flevomeer voor een rondvaart van zo'n 50 minuten over het Veluwemeer en langs de nieuwe polders oostelijk en zuidelijk Flevoland. Wer noch etwas von der besonderen Atmosphäre einfangen möchte, die vor der teilweise Trockenlegung der Söderzee bestand, der fahre mit dem Schiff von Enkhuizen nach Urk, wenn dort freitags die Kutterflotte vom Fischfang zurückkommt. Vom Teenager bis zum Pensionär, sie alle können mit der Bahn kreuz und quer durch Holland reisen, ohne sich auch nur einen Tag lang zu langweilen. Die Abwechslung, die wir alle suchen, sie ist in den Niederlanden in einer so reichen Schattierung zu finden, dass uns immer Urlaubstage fehlen werden.